Hi Leute, wir waren heute Morgen in der Apotheke, haben mir Rasierer gekauft. Ich bin rasiert, juhu. Und der Apotheker hat irgendwie aus irgendeinem Grund Deutsch gesprochen. Ja. Also war das so eine komische Mischung aus Deutsch und Russisch, was wir gesprochen haben. Ganz, aber ganz er war lustig. Nett. Er war nett. Der war echt super nett. Er hat von vornherein also gesagt, als wir reinkamen, ja, sprechen Sie mit mir, egal, Russisch oder Deutsch, egal, aber reden Sie mit mir. Richtig lustig. Dann waren wir noch bei Starbucks. Ja. Haben uns einen Kaffee Latte geholt, weil wir Grande, beide, genau, Grande aus irgendeinem Grund. Ich hab mich schon so gefragt, hä, warum war das so teuer? Und dann auf der Kasse, auf der Tasse gesehen halt das G und dann so, ja, okay, ist bald nicht toll. Ja. Dann frühstücken und gerade waren wir dann im Lenin-Mausoleum und wir haben gar nicht so lange angestanden, wie ich dachte, weil im Internet stand halt so, ja, der Horror, man wartet so lange, aber wir standen da jetzt 25 Minuten. Das war voll okay, aber in dem Mausoleum, boah Leute, es ist das so dunkel drin. Ich habe nichts gesehen. Ja, ich habe nur nach Christian. Ich habe meine Mutter dann in der Hand genommen. Komm, gib mir deine Hand, ich sehe nichts. Das war so dunkel drin. Ja. Also es ist ja heute extrem hell einfach. Du hast keine Wolke am Himmel oder so ein paar halt. Ja. Und dann direkt von diesem grellen Licht in dieses extrem dunkle Gebäude rein. Also und dann auch mit den Stufen da, das ist echt fies gemacht, muss man sagen. Ja. Aber dann da drin war es dann wieder extrem kalt, weil halt, ne, wenn man eine über fast 100 Jahre alte Leiche aufbewahren möchte, muss man das halt kühlen. Aber ich war erstaunt, wie klein Lenin ist. Ja, ja. Also ich wusste, dass das sehr klein ist, aber er sah halt irgendwie so weniger als 1,60 aus ungefähr. Ja. Aber erstaunlich gut erhalten. Ja. Dann, ja. Also es macht Eindruck auf jemanden. Also schon. Es macht Eindruck, weil wenn du das also reinschaust und dann also wirklich Gesicht, nur alle Lichter sind also auf sein Gesicht. Genau, also, ne, das ganze Licht im Raum ist nur darauf fokussiert. Ja, das ist schon, also man durfte ja keine Bilder drin machen, das ist verständlich. Ja, ne? Eine schrie schon, also, weil ich hatte also mein Smartphone also in der Hand, dann no photos. Ja, no photos. Ja, also, okay. Also es lohnt sich aber, finde ich. Es lohnt sich, das mal gesehen zu haben, weil danach kann man dann auch an diese Gräber an der Kremlmauer, genau, wo die ganzen Granitstatuen sind von den Leuten, also von Tschernenko und Andropow, Stalin. Und Stalin. Dann also, da haben wir von den Gagarin. Genau, diese Urnengräber an der Seite. Ja, also. Hat auf jeden Fall, also dafür, dass es kostenlos ist und man halt nur, also wir standen fast bis ans andere Ende des Roten Platzes und haben 25 Minuten gebraucht. Also das lohnt sich, wirklich. Wenn ihr mal in Moskau seid, das solltet ihr nicht verpassen. Ja. Wir sitzen jetzt hier gerade an der Basilius-Kathedrale, wollten eigentlich rein und wir dachten, das kostet 100 Rubel, aber als wir dann fast ganz vorne waren, stand dann da auf einmal 350 Rubel und wir dachten uns halt, nee, wir lassen es nicht verarschen. Sorry, aber nichts mit mir. Ne? Ja, genau. Und du kannst sowieso nicht fotografieren, doch. Genau, es ist überall ist alles verboten. Also, du findest nur Tafel, nur mit dem Verboten. Ist echt so. Ja, also überall verboten, 22 verboten, was weiß ich, was dort also man nicht machen darf. Nee, das mir halt die ganze Zeit in Moskau aufgefallen ist, dass du überall durch einen Metalldetektor musst. Ja. In jedem Pups Einkaufszentrum musst du immer durch den Metalldetektor. Ja. Also bislang zumindest in der Stadtmitte. Ich weiß halt nicht, wie es außerhalb ist. Also jetzt beim Lenin-Mausoleum, klar, auch wieder Metalldetektor. Mhm. Taschenkontrollen ganz genau häufig, so. Im Gumm eine Metalldetektor. Also es hat mich schon gewundert. Ja. Jo, das heißt, wir gehen jetzt nicht in die Kathedrale. Ich glaube, wir sitzen jetzt hier noch ein paar Minuten unter dem Baum, weil es hier gerade schön kühl ist, schön schattig. Ja. Und dann gleich, weiß nicht, also das Wetter ist heute so schön. Es ist gerade mal halb zwölf. Und gefühlte, sag ich mal, 30 Grad. Ich schau mal jetzt, Leute. Schau mal. Schau ich mal. Ja. Also das war halt, vorhin waren es 23 Grad. Also es ist für was? Wir haben gerade 11 Uhr. Ja, für 11 Uhr war vorausgesagt. Aber okay, es hat er sich nicht geupdatet, weil es so alt ist. Aber zumindest für 9 Uhr waren 23 Grad vorausgesagt. Ja. Ich würde es aber auch so auf knapp 30 schätzen. Also. Wir dachten halt aber, weil es heute so schönes Wetter ist, machen wir heute die ganzen draußen Sachen. Mhm. Weil Dienstag fahren wir ja ab mit dem Zug nach Peking, aber erst abends. Das heißt, wir haben noch den ganzen Tag und dienstags machen wir dann die Museen. Ja, weil am Montag alle Museen sind geschlossen, genau. Leute. Ne? Also wenn zumindest, ihr nach Russland kommt, also bitte nicht mit Montag. Also, ja, aber ich habe halt nicht geguckt, wie es hier in Moskau ist, aber zumindest das Lenin-Mausoleum hat montags zu. Ich glaube, die Basilius-Kathedrale hatte auch montags zu. Ich glaube, das gilt für alle Museen und ich auch in auch. Polen. In Polen gab es ja auch montags, weil alle Museen haben geschlossen gehabt. Müssen wir schauen. Ja. Jo, das heißt, wir laufen jetzt wieder gleich ein bisschen. Ja. Wir sehen uns dann.
stehen hier gerade auf der Brücke über die Moskwa und das ist die Aussicht auf den Kreml. Unfassbar groß. Wir haben gerade da hinten noch was entdeckt. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Kann ich während des Videos zoomen? Ja, ich kann während des Videos zoomen. Voll geil. Ja, diese Kirche mit den extrem glänzenden Türmen da, das kommt jetzt gerade nicht so zur Geltung, aber das glänzt so stark in der Sonne, das hat uns echt überrascht. Wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter, aber diese Aussicht hier ist echt unbezahlbar. Wir haben uns jetzt gerade hier in so einem Park einfach so einen Maiskolben für 150 Rubel geholt. Voll cool, ohne alles. Wir sind jetzt über den Fluss lang gelaufen, bis wir am Luzhniki-Stadion angekommen sind und laufen jetzt hier den Berg hoch, weil wir zur Uni wollen. Also dieser berühmten Lomonossow-Universität, damit ich ein bisschen weinen kann, dass ich in Bochum studiere und nicht da. Ja, wir gucken einfach mal, wie wir jetzt hier hochkommen, denn irgendwie soll es wohl eine Seilbahn geben, aber die sah so abgerissen aus, weil da nur so noch eine Erde war. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier hochgelaufen kommen. So, da hinter mir ist die Lomonossow-Universität. Wir haben es nach oben geschafft. Unfassbar schönes Panorama und jetzt bin ich echt neidisch und schade, dass ich Bochum studiere. Wir haben jetzt hier Quass gekauft, ein Getränk aus Brot. Tja, wie soll ich denn sagen? Erfrischend. Warte, ich probiere auch mal. Erfrischend. Ohne Alkohol. Habe ich extra mich erkundigt. Ja, wie soll ich denn sagen? Habe ich vorher noch nie getrunken. Ich probiere auch mal. Warte, nimm mal die Kamera. Ja. Und. Oder das iPhone eher. Okay, ich probiere es jetzt auch. Hoppla. So. Ja. Ich probiere es jetzt auch mal. Und? Wonach schmeckt das? Schwierig zu sagen, ne? Also, es riecht nach Brot. Auf jeden Fall. Es riecht 100 Pro nach Brot. Mhm. Mm. Vielleicht noch so eher vergleichbar mit einem Radler, was nicht so süß ist und ja, ohne Kohlensäure. Ja. So ein bisschen, ne? Mhm. Ist auf jeden Fall lecker. Ja. Jetzt sind wir da mal direkt vorne. Das ist unfassbar, wie imposant und groß das einfach ist. Es hat ja noch Seitenflügel. Also ja, ne, Bochum, schneid dir bitte eine Scheibe davon ab. So, nachdem wir jetzt an der Uni waren, steigen wir jetzt gleich in die U-Bahn und fahren zu dem Fernsehturm. Ah ja, stimmt. Genau. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass die U-Bahn-Stationen, die zum Beispiel Universität heißen, wie die hier, sind nicht direkt an der Universität. Also muss man erstmal noch ein bisschen laufen. Aber suchen. Genau. Ja. Aber irgendwie die Schönheit der U-Bahn-Station wird das schon wieder wettmachen, denn das ist echt unfassbar, wie viel Geld man damit damals in die Hand genommen hat, um diese auszugestalten. Ich filme das gleich mal. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Fernsehturm, der ist da und sind hier noch an dem Kosmonautendenkmal. Ziemlich, ziemlich cool. Das glitzert so, das kann man jetzt nicht sehen. Das ist irgendwie so mit Silber verkleidet. Auf jeden Fall richtig eindrucksvoll. Wie alle anderen Sowjetdenkmäler auch. Hier auch nochmal die ganzen Kosmonauten. Juri Gagarin. Und wer ist das? Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova. Ja. Jetzt müssen wir am besten in die Richtung gehen, denke ich. Hier nochmal von vorne. Ich krieg das nicht mal ganz drauf, weil das so hoch ist. Das haben wir uns doch einfacher vorgestellt. Man kann natürlich nicht einfach hingehen und sich ein Ticket kaufen, sondern man muss ein Ticket für eine bestimmte Tour kaufen. Jetzt haben wir die 22 Uhr Tour, also 22 bis 23 Uhr und das ist in 3 Stunden. Wir fahren jetzt nochmal irgendwo hin was essen. So. Fernsehturm, die zweite. Jetzt bei Nacht wahrscheinlich noch viel, viel schöner gleich die Aussicht. Ja. Wir haben eine Viertelstunde, bis wir jetzt rein dürfen. Ich hoffe, das reicht für die ganze Sicherheitskontrolle. Ich hoffe, sie nehmen mein iPhone nicht ab. Und wenn sie das nicht tun, dann seht ihr gleich ein paar ziemlich geile Bilder von Moskau von oben.
Das iPhone wurde mir nicht abgenommen, ich darf filmen. Und man muss hier durch die Sicherheitskontrolle wie am Flughafen. Mit Ganzkörperscanner, mit Passportkontrolle, mit Ticketkontrolle. Es ist extrem aufwendig für einen Fernsehturm. Da kommt meine Mutter, sie hat es ebenfalls geschafft. Jetzt fahren wir hoch. Okay, ihr seht das jetzt nur halb so gut, ich baue noch Bilder ein, aber das ist die Großstadt von Moskau. Das ist unfassbar beeindruckend. So, da ist meine Mutter auch begeistert. Noch nie hat sich ein Turm so gelohnt. Ich schneide euch die, ich habe euch die Fotos wahrscheinlich schon reingeschnitten. Unfassbar, unfassbar, so eine 10-Millionen-Stadt zu sehen. Wir. Ja, schon wieder eine Ticketkontrolle beim Rausgehen. Ey, als ob man illegal nach oben gekommen ist, trotz fehlendem Pass und so, ne? Ja, das ist echt paranoid ein bisschen. Wir versuchen jetzt noch Essen zu finden. So, Blaubeeren und Karottensaft. Wir haben beide gerade voll aus Karottensaft. Und ich melde mich im Hotel. Da hinten seht ihr noch den Fernsehturm. Wir waren jetzt gerade einkaufen, haben leider keinen Karottensaft gefunden. Dafür Apfeltraubensaft und Heidelbeersaft. Und wir haben gerade mit einem 5000-Rubel-Schein bezahlt. Das sind so ungefähr 70 Euro, weil das halt das ist, was wir heute von der Bank bekommen haben, als wir Geld abgehoben haben. Und die Kassiererin, also meine Mutter hat ihr das Geld gegeben, die Kassiererin hat sich voll komisch angeguckt. Dann hat die erstmal so geguckt, so, oh, ist der Schein auch echt? Mhm. So 20 Sekunden lang immer wieder so ins Licht gehalten und wieder drüber gefühlt, wieder ins Licht gehalten und wieder drüber gefühlt und wieder ins Licht gehalten. Und dann dachten wir schon so, okay, es ist vorbei, sie macht die Kasse auf. Nein, sie hat die Kasse geöffnet, um einen zweiten 5000-Rubel-Schein rauszunehmen. Und dann hat sie ja eben, dann hat sie die beiden Scheine noch verglichen. Und wieder so, wie fühlt sich der an? Wie fühlt sich denn jetzt der an? Ja. Wie sieht der im Licht aus? Wie sieht jetzt nochmal der andere im Licht aus? Wie sieht nochmal der erste im Licht aus? Voll strange, also... Das ist zwar, also es ist halt was Größeres für einen Einkauf, der irgendwie nur, ich glaube, 500 Rubel gekostet hat. Aber bei uns wird doch keiner so drauf abgehen, wenn man einen 50-Euro-Schein im Supermarkt abgibt. Vielleicht bei 500, aber doch nicht bei 50. Also voll strange. Das war's von unserem Tag 2 in Moskau. Morgen machen wir noch so einen Draußentag, weil das Wetter schön sein soll. Dienstag soll es nicht so schön sein. Ich habe jetzt gerade noch ein Video geschnitten. Es ist schon nach Mitternacht. Eigentlich muss man auch sagen, wir werden morgen in die Transsibirische Eisenbahn einsteigen. Das ist echt cool. Während der Transsibirischen Eisenbahn werde ich natürlich kein Internet haben. 6 Tage lang nicht. Und danach bin ich in China, wo man nicht auf YouTube gehen kann, weil es gesperrt ist durch die chinesische Internetzensur. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich frühestens erst wieder am 15. Videos hochladen können. Also erst aus Südkorea aus, es sei denn, ich versuche es aus China mit dem Proxy. Ich weiß nicht, wie gut das funktionieren wird, aber... Jetzt ist halt so gesehen 2 Wochen YouTube-Pause nach dem Video, das ich morgen noch drehe. Nee, das kann ich dann ja auch nicht hochladen. Kann ich das hochladen? Doch, ich kann das hochladen. Das Video übermorgen kann ich nicht hochladen. Ich bin schon plimplim. Dementsprechend genießt die Videos noch, die ich jetzt hochladen kann. Und danach ist erstmal leider Zwangspause.